Welcome to Crony's YouTube channel. Leave your like. Yo, wunderschönen guten Batman und Sprung Fritzack. Ron ist hier am Start und ja, Mate, wir sind zurück auf Pandaskins. Gambling ist natürlich ab 18, nur mit Kohle, die ihr übrig habt. Heutiges Thema ist ein bisschen Diablo 4. Boah, hab mich das gefangen. Holy Macaroni. Ich werde hier auch ein bisschen mehr erzählen, weil wir werden heute, ich bin noch unsicher, aber wir werden heute nochmal die Fox-Kiste probieren. Beste Item, 3000 Euro. Könnte auf jeden Fall schmecken. Finde ich auch immer geil, wenn die hier einfach so einen Ruby reinmachen und es ist gar kein Ruby. Aber ja, so ein Butterfly wäre natürlich auch Schmackofatz. Man auf der Seite natürlich auch direkt auscashen kann, ohne dass man, da ist ein Panda am Vorbeilaufen, ohne dass man die Skins erst auszahlen muss und dann wieder weiterverkaufen und so weiter und so weiter. Ihr kriegt natürlich ein bisschen weniger, wenn ihr über PayPal auszahlt, aber ist so. Na gut, also Diablo 4. Ich habe lang überlegt, ob ich es kaufe oder nicht. Ich habe auch einen Onze ein paar Mal gefragt, ob er Bock hat und nee, hat er nicht und hier und da und hast nicht gesehen und ja, hätte ich schon Bock gehabt, so zu zweit durchzugrinden, aber kam nicht zustande. Deswegen habe ich lange gehadert, hole ich es mir nicht. Hab's mir nachher geholt und muss sagen, es ist wirklich mal wieder, auch wenn ich jetzt wieder angefangen habe, Counter-Strike zu spielen, also wirklich auch regelmäßig. Und auch die nächsten Wochen werde ich weiter zocken, weil es einfach wieder Spaß macht. Das bockt einfach echt wirklich. Ist Diablo mal wieder so ein Game, was einen richtig fesselt. Ich habe jetzt auch gerade, ich komme gerade von einer 9-Stunden-Session. Ich habe 9 Stunden einfach gezockt und habe gedacht, oh komm, ich könnte jetzt mal ein Video aufnehmen. Ja, machst du gleich. Pack 9 Stunden um und es macht einfach echt Spaß, weil es einfach mal wieder so ein Ding ist, wo du exploren kannst, wo du Items aufrüsten kannst, alles Mögliche. Es macht einfach wirklich, wirklich Laune. Und es ist auch mal ganz anders als die ganzen anderen PvE-Games, die man so kennt aus dem Genre. Es ist irgendwie so komplett Open World. Man hat ja früher auch bei Diablo gemerkt, wenn man die Acts, also die Acts irgendwie gewechselt hat, Akt 1, 2, 3, 4 und so, merkst du hier gar nicht. Das ist ein flüssiger Übergang mit einer absolut geilen Storyline und auch das Ding mit, du kannst von legendären Items irgendwas runtercraften. Also es ist super viel mit Craften. Es gibt auch nicht mehr diese grünen Sets, wo jeder dann nachher im Endeffekt das gleiche spielt, sondern du kannst durch Craften deine legendären Items so machen, wie sie dir am besten passen. Und also wirklich, ich habe die Hälfte noch nicht gecheckt, aber es ist sehr komplex und vor allem ist es auch, dauert ewig. Ne? Also ich spiele jetzt schon, ich glaube, ich habe die Storyline durchgezockt in 16 Stunden und ich bin durchgerusht, ohne Nebenquests und so weiter. Ne? Die Nebenquests mache ich jetzt so immer parallel. Und was da auch krass ist, ich weiß, viele von euch interessiert es gar nicht und viele wollen einfach nur, dass ich die Fox-Kiste aufmache, aber ich erzähle es trotzdem zu Ende, weil ich einfach Bock drauf habe. Wenn ihr, jetzt mal angenommen, der Onze wird sich das doch noch kaufen, wo ich mich natürlich sehr, sehr freuen würde. Und er ist Level 10 und wir machen eine Nebenquest zusammen, kann ich mit ihm zusammen das spielen. Er ist Level 10, ich bin Level 45 jetzt inzwischen. Bei mir sind die Monster Level 45 und bei ihm sind sie Level 10. Und das System oder halt das Spiel, das rechnet das so runter, dass der Lebensbalken halt trotzdem fairermaßen runtergeht. Also am Ende des Tages wird Onze 50% Schaden gemacht haben und ich 50% Schaden, aber mein Viech ist halt 45 und seins ist Level 10. Ist eine ganz knackige Sache. So kann man nämlich immer zusammenspielen, ohne immer, oh nee, du hängst hinterher und oh nee, mit dir kann ich nicht spielen, will ich nicht spielen und so weiter. Jetzt aus dem Nichts geht die Kiste auf. 3, 2, 1, go! Ja, da rein da. So, das habe ich nämlich zu Ende erzählt. Hatte ich einfach mal Bock drauf und außerdem muss ich das Video natürlich auch ein bisschen strecken, wenn wir hier nur eine Kiste aufmachen. Bitte, oh, Crimson, nein, nicht die Hydrotonic, nicht die Full Injector, nicht die Full Injector. Nein, Digga, da muss noch ein Video rauskommen, da muss noch ein Video rauskommen. Oh, Digga, mies, schon wieder, Mann. Oh, mies, Alter, ganz, ganz mies, ehrlich. Oh, ach, Digga, das ist es halt auch nicht, ich sag's euch, wie es ist. Wenn man hier mal guckt, wie viel Prozent hätten wir denn auf Plus? 6,6%, 12%, 13, 14% auf Plus, oder? Alles andere ist Minus, ne? Boah, den halt auch so. Ne? Komm, wenigstens das. Wenigstens 600. Komm, Chronic Kiste, die rettet es jetzt. Open Quickly hier, zack, geil, Alter. Geil, schmeckt. Ich habe gedacht, ich kann wenigstens noch Äpfel irgendwie aufmachen, aber nicht mal das ist gegönnt. Na gut, in diesem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Jetzt so eine Pisskiste aufmachen bringt ja auch nichts, oder? Haut rein und, oh, ist Messer drin? Lassen wir noch zu Ende laufen. Lassen wir noch zu Ende laufen. Oh, nee. Ha.
haben's. Und 2500 Apfelkisten. Ich sag's euch, die Kisten sind das Beste. Besser geht nicht, ey. Sich zu freuen ist natürlich trotzdem ein bisschen viel angesagt. Hier mal 4. Zack, Kenny Estek. Da wollen wir 400 Euro. Müssen wir zurückkommen hier. Wir haben's. Wir haben's. Oh mein Gott, das ist das geilste Comeback ever. Wir sind zwar nicht ganz zurück, aber kann ich das wieder verkaufen und auf jeden Fall noch ein geiles Video draus machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein und Kenny S. Bis später.